Hi Leute, so, letztes Video waren wir beim Stacking und während dem Stacking haben wir das Video beendet. Das Stacking ist nun fertig und ich zeige euch, wie das aussieht. Wenn das Stacking beendet ist, dann kommt so ein großes Fenster und darauf klickt ihr auf Done und dann kommt dieses Fenster, dass alles drin ist, dass ihr seht, dass alles erledigt ist. Hier auch einfach auf Done. Und dann geht das Weighted Batch Preprocessing wieder auf, damit wir, falls was nicht gut gegangen ist, das wieder benutzen können und nochmal stacken, empfehle ich euch, hier den Haken zu setzen für Save Group on Exit. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier einfach auf Exit klicken und es schließt sich das ganze Fenster. Um jetzt weiterzumachen, müssen wir die Bilder, die wir gestackt haben, laden. Dazu könnt ihr in den Ordner gehen, den ihr ausgewählt habt als Output Directory. Und da drin sollten die ganzen Masterfiles sein. Hier sind die ganzen Masterfiles gespeichert und hier sind die drei Autocrops und die drei ohne Autocrop. Wir können jetzt alle 6-mal aufmachen, da ihr seht, was ich meine. Einfach Doppelklick, also alle anwählen und in Pixinsight ziehen. Es gehen jetzt nicht 6 Bilder auf, sondern 12. Wir sehen jetzt immer die Rejection Low Maske. Und die können wir eigentlich von jedem Bild direkt löschen. Das mache ich mal kurz. Und dann sollten wir jetzt nur noch 6 Bilder offen haben. Wir können die alle mal mit Auto Stretch, das ist hier oben dieses Atomsymbol, einmal stretchen. Oder ihr nehmt die Screen Transfer Function. Das ist dieses Tool, das findet ihr auch unter Process, All Process, Screen Transfer Function. Da. Genau, unter S natürlich. Und das habe ich mir einfach hier abgelegt. Also alle Bilder einmal vorstretchen. Und die sind ja wirklich einfach nur zum Stretchen. Einmal hinklicken auf das Bild, auf das Atomsymbol auf dem Screen Transfer Function oder Bild und hier oben auf dieses Atombild. Nehmt das einfache. Hier gibt es noch eines mit Pfeil. Das mit Pfeil ist dazu da, dass man das doppelt so extrem stretchen kann, falls zu wenig Daten sichtbar wären. So, dann sehen wir die drei gekroppten Bilder. Die sind schön gekroppt. Die sind da alle schön beschnitten. Und die nicht gekroppten. Ah, das war genau andersrum. Das sind die gekroppten. Da haben wir kein Problem mehr. Nur ein bisschen Gradienten drin. Und bei den nicht gekroppten sieht man, dass über die paar Nächte hier unten ein kleiner Versatz drin war. Das sieht man hier unten ganz gut. Da am Rand ist so ein Versatz drin. Und das wurde automatisch weggeschnitten. Wenn man jetzt denkt, ja, aber ein bisschen viel wurde weggeschnitten, weil das Bild jetzt nicht mehr in so einem schönen Format ist, dann kann man jetzt auch hingehen und nimmt die normalen Bilder. Und ich bin jetzt auch eher ein Freund davon. Ich finde, da ist ein bisschen arg viel weggeschnitten, vor allem oben. Also schließe ich mir die Autocrop-Bilder und arbeite auf den nicht gekroppten Bilder weiter. Also nehme ich mir die drei Bilder. Das sind die nicht gekroppten und gucke nochmal schön drüber, wo sind dann jetzt wirklich Probleme. Das wäre auf diesem Bild hier unten ein schwarzer Rand, das geht gar nicht. Und hier ein bisschen schräg, den Gradienten, der ist extrem, den lassen wir mal außen vor. Ja, ich hätte gesagt, auf diesem Bild sieht man am besten, was wir nicht wollen. So diese Ecke muss weg, der Rand unten muss weg. Also gehen wir hin und nehmen das Dynamic Crop Tool. Habe ich mir hier auch abgelegt und ihr findet das wie immer auch unter Process, All Process und dann hier das Dynamic Crop Tool. Und dann geht das Fenster hier auf und da drauf seht ihr dann diesen Rahmen. Und diesen Rahmen könnt ihr jetzt hier hinziehen, wie ihr das gerne möchtet. Das mache ich hier mal kurz, so dass es für mich passt. Da diese Kante will ich ja weg. Oben nehmen wir auch ein bisschen Kante weg. Und in der Mitte ist hier auch ein Kreuz. Das sieht man nur ganz schlecht jetzt wahrscheinlich. Aber da ist ein Kreuz, dass man sieht, wo die Mitte ist. Dass man sich das Bild ein bisschen ausrichten könnte, falls man noch mehr kroppen will. Und jetzt, wenn ich jetzt auf den Haken klicke hier, dann schneidet es jetzt dieses Bild aus. Ich will aber alle drei Bilder exakt genau gleich ausgeschnitten, damit ich die nachher wieder übereinander legen kann. Und deshalb ziehe ich mir den Pfeil. Einmal als Prozess auf die Arbeitsmappe und schließe diesen. Also ich kann jetzt den Haken auslösen und jetzt schließen.
Und jetzt kann ich diesen Prozess auf das hintere Bild ziehen und es schneidet automatisch genau dieselben Ausschnitte aus. Hier auch nochmal, zack. Und jetzt sind alle drei Bilder genau gleich ausgeschnitten. Den Prozess, den lege ich mir hier oben neben das Dynamic Crop, damit ich weiß, das ist mein Crop, den ich am Anfang benutzt habe, falls ich hingehen müsste und ein Bild nochmals neu laden, damit ich denselben Crop-Faktor bis zum Ende noch habe. Nach dem Croppen kommt bei mir immer der Arbeitsschritt mit dem Gradienten entfernen. Und das war bis jetzt immer extrem mühselig mit den Dynamic Background Extraction, mit der ganzen Grexberg-Geschichte, wo man ein separates Tool braucht. Und ich habe mich dann vielfach dafür entschieden, einfach die automatische Background Extraction von PixInsight zu nutzen. Die hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt aber neu hat PixInsight die Gradient Correction drin. Ihr müsst PixInsight auf den neuesten Stand bringen. Das ist jetzt Mai 2024. Da gab es ein Update. Und diese installieren, PixInsight erneut starten und dann habt ihr unter Process, All Process, den Gradient Correction. Diese könnt ihr aufmachen. Ich habe sie mir hier schon bereits abgelegt. Das sieht dann so aus. Und das macht eigentlich nichts anderes als ein Grexpert auch oder ein Dynamic Background Extraction. Einfach entfallen die ganzen Punkte setzen, das mühselige Hintergrund finden etc. Es ist immer noch natürlich eine sehr genaue Methode, aber mit dem Gradient Correction für diese Art von Bildern mit den Gradienten drin ist das einfach. Man nimmt die Standardeinstellungen, nimmt den Pfeil und zieht den drauf und errechnet uns das alles weg. Ich zeige euch das noch anhand von diesem Bild. Da sieht man ja auch schön ein bisschen einen Gradienten oder auch bei diesem Bild hier unten einen kleinen Gradienten draufziehen und das verschwindet dann sofort. Zack und weg und da oben ist es auch weg. Das machen wir jetzt noch hier. Und dann ist dieser Bereich dunkler, ja, und dieser heller. Also das funktioniert wunderbar. Ich würde euch wirklich empfehlen, das PixInsight jetzt abzudaten. Und wenn ihr halt die ganzen CUDA-Daten nochmals eingeben müsst, dass die ganzen Russell Crowman-Sachen wieder funktionieren, nehmt das in Kauf. Ich bin der Meinung, es lohnt sich extrem. Das ist ein neues, wunderbares Tool, das jetzt in PixInsight implementiert ist. Und ich arbeite seitdem nur noch mit diesem Teil. Es funktioniert einfach reibungslos und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich denke, das war es jetzt schon wieder. Ganz ein kurzes und knappes Video. Einfach gezeigt, wie das geht. Einfach gezeigt, dass das Update sich lohnt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie ich meinen Workflow in 2024 gestalte, dann abonniert doch gerne den Kanal, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, das hilft mir natürlich auch immer und ich beantworte die Fragen immer sehr gerne. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Danke und bis dann.